Ich habe mir alles genau gemerkt. Ich mache alles richtig. Ich bin ein großes Mädchen. Also die ehemalige DTV-Verlegerin hat mir den Roman noch als unlektoriertes Manuskript zugeschickt, weil die wusste, dass ich mich sehr für Thriller interessiere. Und dann habe ich den Roman in einer Nacht gelesen und habe am nächsten Tag den Produzenten Tom Spieß von der Konstantin gebeten, das bitte auch sofort zu lesen. So haben die Gespräche zu den Filmrechten bereits 9 Monate, bevor der Roman überhaupt erschienen ist, stattgefunden. Weil mir ist es so gegangen, in einer Nacht, weil es einfach so ein Page-Turner ist mit so irre viel Twists und Spannung, und ich habe gedacht, ich bin jetzt nicht so anders als andere Leute und das wird ganz vielen anderen auch so gehen. Deswegen war mir erstmal klar, es ist ein Bestseller, aber ich habe vor allen Dingen beim Lesen einen Film gesehen und gefühlt, und das war für mich der Hauptgrund. Ja, genau, ich kann ja da reinspringen, weil dann hat Isabel aus diesem Gefühl und dem inneren Film ein wunderbares Exposé geschrieben, 50 Seiten. Und irgendwann hat mich über meine Agentur eine Anfrage erreicht, ob ich nicht vielleicht Lust hätte, Isabel mal kennenzulernen für ein Thriller-Projekt. Und dann habe ich dieses Exposé gelesen und ich habe den Roman gelesen und war irgendwie fasziniert vom Roman, aber vor allem auch davon, was Isabel daraus schon gemacht hatte. Und dann sind wir viel spazieren gegangen, weil noch Corona war. Man durfte irgendwie, oder man hatte noch Sorge, sich drinnen zu treffen. Sind wir da am Rhein hoch und runter. Es war kalt und wir haben alles sozusagen einmal durchgesprochen. Die verschiedenen Stränge, die Figuren, die Plots, die Twists und so weiter. Und dann haben wir irgendwann angefangen, daran gemeinsam zu arbeiten. Haben uns ein bisschen so aufgeteilt, wer schwerpunktmäßig welche Bücher betreut und geschrieben. So, ja. Sie haben Lena gefunden. Nein, 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 sie lebt. Noch einmal zurückführend auf den Roman. Der Roman ist sehr multiperspektivisch erzählt, aber immer aus der sehr, sehr persönlichen, individuellen Sicht der Figuren. Und für uns war es wichtig, die Geschichte wirklich das beizubehalten und aus der Sicht der Opfer zu erzählen. Jetzt keine Glorifizierung des Täters, oder ein besonderes Interesse für die Monstrosität des Verbrechens, sondern es gibt ein Urverbrechen, was vor Jahrzehnten passiert ist, und was zieht das nach sich? Und für uns war dieses Puzzle total interessant, die unterschiedlichen Twists total interessant, aber auch, wie ein Verbrechen so viele Opfer direkt und indirekt hervorbringen kann, weil ja zum Beispiel auch die Eltern des Entführungsopfers Lena Beck sind ja in erster Linie Opfer dieses Verbrechens. Genauso wie der befreundete LKA-Beamte. Genauso wie die Ermittlungsbeamtin, die Entscheidungen treffen muss, mit denen sie dann ein Leben lang klarkommen muss. Und ich rede jetzt nicht von der Kernfamilie, nämlich Lena, die Mutter und die Kinder. Das ist nochmal, die stehen natürlich ganz am Anfang. Die Kinder brauchen einen geregelten Alltag. Sie brauchen Regeln. Und sie brauchen eine Mutter, die sich um sie kümmert. Also das war natürlich uns bewusst, dass dieses Projekt im Zentrum zwei Kinder hat und dass wir da fantastische DarstellerInnen brauchen. Und haben dann gecastet, haben überlegt, Isabel kannte den Sami schon, der den Jonathan spielt, und hatte die Naila, die Hannah spielt, auch irgendwo schon mal gesehen, wenn ich mich nicht irre, und hat die dann zum Casting eingeladen. Und ich weiß noch, dass Isabel mich danach angerufen hat und hat gesagt, guck dir mal die Bänder an, ich glaube, wir haben sie. Und dann habe ich das geguckt und mir ging es ganz genauso. Aber bei so Kindern
es bedarf natürlich einer besonderen Sorgfalt und dann natürlich auch noch bei so einem Stoff einer langen Vorbereitung. Man muss sie öfter treffen, man spricht mit den Eltern, man spricht mit einer Kindercoachin. Isabel hat dann irgendwann angefangen, den Stoff, die Drehbücher zu übersetzen und eine Kinderfassung zu schreiben, sodass es sozusagen am Set zwei Versionen des Drehbuchs gab, die eine für die Erwachsenen, die andere für die Kinder. Und die Kinderversion hat sozusagen eine alternative Variante dessen, was da passiert, und zwar in einer kindgerechten Sprache und mit kindgerechten Sachverhalten. Und so, und in diese Fassung kannten auch alle, also alle am Set. Die Kindercoachin war dabei, die medienpädagogische Fachkraft war dabei, die Eltern haben uns die ganze Zeit begleitet. Es wurde sehr viel Sorgfalt und Zeit von der Produktion und von Isabel und von uns allen darauf verwandt, zu gucken, dass die Kinder durch diese Arbeit und durch diesen besonderen Stoff hindurchgehen und nicht irgendwie beschädigt werden, sondern einfach eine spannende Dreherfahrung machen können. So. Papa, Mama hat wieder einen Anfall. Also zum einen war es der Bau des Hauses, das war ein Studiobau, das zu entwerfen, das genau aus der Perspektive auch desjenigen, der sowas erschafft und sichert, zu bauen und zu denken. Und was muss da notwendigerweise drin sein? Und wie sieht es aus, wenn Kinder da so und so lang auch schon drin gelebt haben? Das war das eine. Dann den Ort zu finden, auf dem dieses Haus steht, war das andere. Für uns war das aber auch nicht ganz ohne, aufgrund dessen, dass die Kinder immer nur 3 Stunden am Tag drehen dürfen, arbeiten dürfen und nur 5 Stunden anwesend sein dürfen. Und wenn, zum Beispiel im Haus kommen die ja mehr oder weniger in jeder Szene vor. Dann können wir aber nur einen halben Tag drehen dann. Was drehen wir den anderen halben Tag? Also immer bestimmte Motivkombinationen, tolle Orte zu finden oder zu kreieren, die aber unserer Logistik auch entsprechen, ohne dass wir immer mit dem Fuhrpark mit zig Leuten und LKWs jetzt umziehen müssen und dadurch natürlich auch wertvolle Arbeitszeit, die eigentlich vor der Kamera passieren soll, zu verschwenden. Und da ist zum Beispiel verraten, dass das Haus als Bau in derselben kleinen Halle direkt am Produktionsbüro ist auch das Intensivzimmer gebaut worden. Dann sind wir immer, waren wir einen halben Tag im Haus und einen halben Tag im Intensivzimmer, weil da kommen die Kinder nicht vor, außer eine Szene mit Hannah. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und wir wollten halt Orte finden und schaffen, die man jetzt so oft noch nicht gesehen hat, die aber auch nicht zu besonders und zu exponiert, sondern vor allen Dingen auch glaubwürdig sind, dass man auch nachvollziehen kann, diesen Ort hat niemand 12 oder 13 Jahre gefunden. Der war einfach nicht auf dem Radar oder der ist insoweit so gesichert, dass dieses Verbrechen auf die Art und Weise auch stattfinden konnte. Und das ist dann, ich glaube, was man nur noch hinzufügen kann, ist, dass natürlich die atmosphärische Wucht, die dann entstanden ist, verdanken wir einfach einem wunderbaren Team, dem Ausstattungsdepartement und dem Kamerateam und dem Lichtteam, die sozusagen dafür gesorgt haben, dass diese Orte einerseits realistisch und andererseits wahnsinnig atmosphärisch wirken und sozusagen geschafft haben, dass da wirklich eine eigene, finde ich, Welt entsteht, in der man sich dann bewegt. So. Du weißt doch, dass du nicht vor den Kindern weinen sollst, Lena. Denk an die Regeln. Oh, das ist echt nicht einfach, aber wenn ich jetzt eine Szene nenne, die eine, die mir spontan eingefallen ist, emotional auch, und was daraus geschehen ist, ist ein totaler Spoiler. Mhm. Ich kann aber sagen, dass eine Schauspielerin in dieser Szene etwas gesummt hat, was wir uns vorher mal eben so eine Minute vorher so überlegt hatten, und daraus was entstanden ist, was mit eins der Hauptthemen der Musik geworden ist, was der tolle Komponist Gustavo Santaolalla zusammen mit seinem Kollegen Juan Luqui, was die übernommen haben.
nur dieses Summen. Und das war atmosphärisch so stark. Ansonsten Szenen im Haus, sehr anspruchsvolle Szenen auch für die Kim Riedle. So aus sich herauszugehen und so durchlässig zu sein und diesen Wahnsinn so in sich und an sich ranzulassen, das war für uns wirklich besonders und atemberaubend. Und dann trotzdem immer im nächsten Moment wieder auch wegen der Kinder in die echte Welt sofort zurückzukehren. Das war eigentlich in meinem Part jetzt so das Besondere und Anspruchsvollste. Ja, man muss jetzt wirklich so einen Eiertanz aufführen, ne? Weil ja. Ich finde es tatsächlich auch irre schwer. Also was ich zum Beispiel sagen kann, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe, also insgesamt, weil ne, das jetzt auch, ich finde es auch ein bisschen schwer, jetzt so eine Szene rauszugreifen, weil wir hatten halt das Glück, dass wir so ein fantastisches Ensemble auch hatten, dass man irgendwie, ich bin da auch immer mit so einer Neugier dann ans Set und habe gedacht, ach guck mal, wie wird das wohl heute, wenn die zwei aufeinandertreffen oder wenn die Konstellation, das Problem verhandelt wird. So, ich weiß noch, dass ich eine Szene, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, da sitzen die Eltern von Lena Beck nachts zu Hause und der Ermittler kommt zu ihnen, um ihnen eine Nachricht zu überbringen. Und man spürt sozusagen in den Zwischentönen, im Schweigen, in der Atmosphäre zwischen diesen drei Leuten so viel Spannung und so viel Geschichte und so viel Vergangenheit und auch unerlöste Vergangenheit. Und es wird vieles nicht gesagt. Und ich finde oft das Nichtgesagte so spannend, wenn es dann trotzdem da ist. Das war zum Beispiel eine Szene, die mich unglaublich, die habe ich wahnsinnig gerne gemacht und die hat mich noch lange beschäftigt. Ich habe mit den Kindern, fand ich es immer total spannend und schön. So, die haben, das hat oft auch, weil man dann auch wieder, dann hat man aufgehört zu drehen, dann war auch wieder so eine Freude da. Man hat irgendwie Quatsch gemacht und hat man wieder weitergearbeitet. Und es gibt drei Szenen, zu denen ich, die ich jetzt eigentlich sagen wollen würde, und das kann ich nicht, weil dann rede ich mich hier um Kopf und Kragen. Ja, wir reden nicht von fliegenden Sofas, das machen wir nicht. Nein. Nee, genau.